Wo bin ich gerade? Weiß man das? Sieht man das im Hintergrund? Der Leuchtturm von Linda, ja, am Bodensee. Der Bodensee gehört zu Bayern, aber eben auch zu Baden-Württemberg und noch einige andere Länder, zum Beispiel Österreich oder der Schweiz. Aber heute treffen wir uns mit der CDU Baden-Württemberg gemeinsam mit der Präsidiumssitzung. Die Südschiene wird belebt. Wir im Süden stellen uns zusammen gegen die Ampelbenachteiligung im Norden. Und deswegen ist das heute ein wichtiges Signal. Wir freuen uns sehr darauf. Viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel wollen wir den Länderfinanzausgleich reformieren. Das kann jetzt sein, dass wir 75% davon zahlen. Und es ist der wichtige Punkt, den Mittelstand zu stärken. Also, pro Süd und Anti-Ampel heute. Egal wo ich bin, das Motorrad begleitet mich immer, mehr oder weniger und auch gerne nach Brüssel. Bei der Europawahl in 30 Sekunden. Die Zeit läuft jetzt. Ich bin 38 Jahre alt und ich darf hier in Europa in Frieden leben. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Und nicht nur das, ich kann einfach so nach Italien, nach Dänemark, nach Frankreich fahren, ohne mich um Visum bemühen zu müssen und ohne, dass hinterher meine Handyrechnung explodiert, denn Roaminggebühren sind überall in Europa gleich. Ich finde, das ist ein unglaubliches Geschenk. Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Ich möchte das erhalten. Ich möchte, dass auch mein Sohn hier so leben kann. Und deswegen gilt es, bei der Europawahl wählen gehen, damit die Rechtsextremen keine Mehrheit bekommen. Sur Shorts. Le couple franco-allemand est-il toujours ich stimme dir sehr zu. C'est bon? Parteitag. Natürlich sind die wichtigsten Orte hier ausgeschildert. Es ist CDU-Parteitag. Natürlich trinken wir unseren Kaffee heute nur aus Parteitagstassen. Es ist CDU-Parteitag. Natürlich essen wir hier CDU-Waffeln. Es ist CDU-Parteitag. Natürlich hat unsere Bühne die Farbe Cardenavia-Türkis. Es ist CDU-Parteitag. Natürlich haben wir wieder unsere Tischwahl. Warum solltest du die Grünen wählen? Weil wir erneuerbare Energien europaweit ausbauen und so Wohlstand für die Leute und die Wirtschaft sichern. Weil wir uns mit dem Ausbau von Erneuerbaren unabhängig von Autokraten und Diktatoren machen. Weil wir uns für einen fairen Mindestlohn für alle in Europa einsetzen. Unsere Demokratie steht unter Beschuss von innen und von außen. Mit deiner Stimme bei der Europawahl kannst du was dagegen tun. Denn am 9. Juni ist Freunde, schon wach? Dann sage ich euch nämlich mal was. Russland hat die Ukraine angegriffen. Das sind Kriegsverbrechen. Ich hoffe, dass Herr Putin dafür eines Tages in Den Haag vor das Gericht gestellt wird. Und wir werden alles daran tun, dass die Ukraine gewinnt, dass es nicht zulässig ist, dass hier andere Länder andere überfallen. Und das ist die gute Botschaft. Die Ukraine ist stark und der Westen und die Demokratie sind auch stark. Und deswegen werden wir nicht zulassen, dass Russland das macht, was es gerade macht, nämlich Tausende von Raketen auf die Ukraine niederprasseln lassen. Und ihr findet's gut? Denkt mal drüber nach. Schimpfungen, Beleidigungen, Übergriffe, sogar manchmal Gewalt. Alles das erleben heute Politikerinnen und Politiker, wenn sie sich einsetzen für unsere Demokratie, sei es im Hauptamt, sei es im Ehrenamt. Und das finde ich unerträglich, denn Gewalt ist nie eine Lösung. Und eine Demokratie funktioniert durch den Dialog, indem wir uns miteinander streiten, indem wir Argumente austauschen und nicht indem wir uns angreifen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dagegen kämpfen, dass wir, wenn wir das erleben, sofort einschreiten, dass wir Anzeige erstatten, wenn was passiert und dass wir uns gegenseitig unterstützen, denn Demokratie ohne Politik kann nicht funktionieren. Muss er eigentlich Steuern zahlen? Na klar, wie alle Bürgerinnen und Bürger, und ich zahle Steuern. Passend zum Idaho-Pit, zum heutigen internationalen Aktionstag gegen queerfeindliche Gewalt, hat das Selbstbestimmungsgesetz seine letzte Hürde genommen, hat das Selbstbestimmungsgesetz dem Bundesrat passiert. Das zeigt, dass unser Einsatz für die Rechte von queeren Menschen wirkt. Das bescheinigt auch der ILGA-Report, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Deutschland ist im internationalen Ranking unter den queerfreundlichsten Ländern unter den Top 10 aufgerückt. Wir sind damit aber noch lange nicht am Ende. Es bleibt noch mehr zu tun. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das Abstammungsrecht modernisiert wird, damit lesbische Mütter nicht weiter diskriminiert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Lücken beim Verbot von Konversionsbehandlungen geschlossen wird. Nicht zuletzt, dass auch der Anspruch auf medizinische Versorgung von trans-, inter- und non-binären Personen im Zuge der Transition im Sozialgesetzbuch verankert wird. Bei allen unseren Bemühungen für gleiche Rechte von queeren Menschen darf man aber nicht übersehen, dass wir eine regelrechte Welle von queerfeindlicher Gewalt auf der ganzen Welt, aber auch hier in Deutschland erleben.
vor allem in den sozialen Medien, wird von Ultraorthodoxen, von rückwärtsgewandten Rechtspopulisten bis hin zu rechtsextremen Kräften regelrecht gegen queere Menschen gehetzt, wird die gesellschaftliche Stimmung vergiftet. Und diese Welle des Hasses droht in zunehmendem Maße von den sozialen Medien hinaus auf die Straße zu schwappen. Wir erleben auch in Deutschland nahezu täglich Angriffe auf queere Menschen. Wir haben Menschen, nur weil sie so lieben, wie sie lieben, nur weil sie so sind, wie sie sind, angegriffen und Opfer von Gewalttaten. Dagegen müssen wir uns deutlich positionieren. Deswegen braucht es Aktionstage wie den Ida Hoppit, um auf diese Probleme der queerfeindlichen Gewalt aufmerksam zu machen. Um an die breite Masse der Gesellschaft zu appellieren, sich gegen Hass und Hetze zu wehren, sich für gleiche Rechte einzusetzen. Doch wir sind heute an einem Punkt, wo es nicht mehr reicht, dass wir uns alleine für unsere Rechte einsetzen. Wir müssen in zunehmendem Maße auch die Demokratie gegen die Verfassungsfeinde schützen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir laut und deutlich sichtbar sind, dass wir auf diese Probleme der queerfeindlichen Gewalt aufmerksam machen, auf das Unrecht des queeren Menschen auf der ganzen Welt heute noch zuteil wird. Es ist wichtig, dass wir wählen gehen, dass wir demokratische Kräfte in unsere Parlamente wählen, dass wir Menschen in Parlamente wählen, die sich für gutes und diskriminierungsfreies und gewaltfreies gesellschaftliches Miteinander und für gleiche Rechte für alle Menschen einsetzen. Wo es Macht und wo es Geld gibt. Es gibt jetzt die Korruption von zum Beispiel Abgeordneten. Wir haben ja gerade zwei AfD-Abgeordnete, die im Visier sind. Da haben wir im Parlament ziemlich strenge Regeln und haben jetzt gerade, habe ich verhandelt, ein Ethikgremium gegründet, was diese Selbstverpflichtungen und die Transparenzregeln und so weiter auch stärker überwachen soll. Und wir hoffen, dass das jetzt bald seine Arbeit aufnimmt. Es gibt aber auch Regierungen, die korrupt sind, zum Beispiel die in Ungarn, die veruntreuen auch europäische Gelder. Es gibt eine Behörde in Europa, die heißt sogar OLAF, die da ermittelt. Verurteilen können allerdings nur die nationalen Gerichte. Das passiert nicht überall. Wir haben jetzt eine europäische Staatsanwaltschaft, die ermitteln kann, die auch echt gute Arbeit macht. Da sind noch nicht alle Mitgliedstaaten dabei. Gerade Ungarn leider nicht. Also da gibt es noch eine kleine Lücke. Aber was wir machen können, ist korrupten Mitgliedstaaten bzw. Regierungen das Geld sperren. Die kriegen dann eben einfach keine weiteren Fördergelder mehr. Ist auch bei Ungarn schon passiert. Uns mit der Energieversorgung beschäftigen, und zwar sehr ernsthaft. Deutschland braucht super viel Energie. Unser Fehler war, dass wir über Jahrzehnte vor allen Dingen Gas und Öl aus Russland gekauft haben. Und das müssen wir jetzt kompensieren. Deswegen brauchen wir in ganz Europa eine gemeinsame Energieaußenpolitik. Wir müssen schauen, wo bekommen wir die Energie her und wo bekommen wir vor allen Dingen die kritischen Rohstoffe her, mit denen man zum Beispiel Chips herstellt, die wichtig sind, damit ihr mir hier mit eurem Handy... Zeit drängt. Die Klimakrise schreitet stetig voran und erfordert den schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir setzen uns für mehr Windkraft und Photovoltaik in der Region Stuttgart ein. Die Zukunft unserer Lebensqualität liegt in der Region Stuttgart. Diese ist aber zunehmend bedroht von immer mehr Bebauung und Versiegelung von Flächen, insbesondere in der Zeit der Klimakrise. Deshalb setzen wir uns als Grüne Jugend dafür ein, dass die Bebauung reduziert wird und Nachverdichtung verstärkt. Da oben den Riegel, das ist schon klasse. Es wird gleich noch besser. Noch besser. Ja. Mit Sicherheit zum 36. Parteitag der CDU Deutschlands. Wie lange war das? Das hört sich schon besser an. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Erneuerbaren in Deutschland? Richtig gut! Der Blick auf die letzten Jahrzehnte zeigt, die Zukunft gehört den Erneuerbaren.
In 2 Jahren Ampel haben wir es geschafft, die Klimaschutzlücke, die uns die vorherigen Regierungen hinterlassen haben, zu schließen. Konsequenter Einsatz für Klimaschutz wirkt. Da. Seit knapp einem Jahr sind wir endlich raus aus der Atomenergie. Der Anteil der klimaschädlichen Fossilen geht zurück und der Ausbau der Erneuerbaren läuft auf Hochtouren. Warum Erneuerbare? Weil sie unser Klima schützen, die Wirtschaft stärken, langfristig günstig sind und uns unabhängig machen. Wir sind auf einem guten Weg und wollen so weitermachen. Schon jetzt kommt mehr als die Hälfte unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen. Bis 2030 wollen wir diesen Anteil auf 80% steigern. Der Stromanteil aus Kohle ist allein im ersten Halbjahr 2023 um 23% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Außerdem sind wir jetzt unabhängig von russischem Gas und Öl. Unser Ziel ist es, grünen Stahl zu produzieren und Deutschlands Wirtschaft klimaneutral zu machen. Weil die Industrie dazu Wasserstoff braucht, beschleunigen wir den Ausbau der dazu nötigen Infrastruktur. Klingt nach einem Plan, oder? Was wird Ihr Highlight bei diesem Parteitag? Dass Friedrich Merz zu uns an den Stand kommt. Ja, die CDU-Waffel natürlich. Einfach alle wieder zu treffen, es ist ein Familientreffen. Die Rede vom Generalsekretär Carsten Linnemann. Der Beschluss des Grundsatzprogramms. Tolles Programm, Freiheit und Sicherheit als unser Leitmaßstäbe. Wir zeigen, wie Deutschland wieder nach vorne kommt mit einem Plan, den die CDU formuliert. Die Debatten gerade rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich auf eine klare Botschaft für mehr Klimaschutz. Die Reden von Friedrich Merz, Carsten Linnemann und Ich bin Politiker. Natürlich trinke ich 10 Tassen Kaffee am Tag. Ich bin SPD-Politiker. Natürlich duze ich Olaf Scholz. Ich bin Verkehrspolitiker. Natürlich bin ich daran schuld, dass die Bahn immer zu spät ist. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Natürlich habe ich keine Zeit für private Hobbys. Ich bin Abgeordneter. Natürlich chille ich während der Plenardebatten. Ich bin politisch aktiv. Natürlich bin ich in der SPD. Ich bin Mitglied der größten Regierungsfraktion. Natürlich ist die Ampel meine Traumkoalition. Das Schwierigste war der Start. 1994 habe ich für die Bezirksvertretung in Düsseldorf kandidiert. Das ist eine Art Stadtteilparlament. Und ich bin nicht gewählt worden. Die gute Nachricht ist, ich bin dran geblieben. 5 Jahre später bin ich gewählt worden. Der Rest ist Geschichte, könnt ihr nachlesen. Und jetzt bin ich auf dem Weg ins EU-Parlament. Die sagt, ich soll die Grünen wählen. Das überprüfe ich doch gleich mal. Wahlomat.de. Stimme zu. Stimme auch zu. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Stimme nicht zu. Ha, tatsächlich. Grüne erster Platz, AfD letzter Platz. Logisch. Und du, hast du den Wahlomat schon gemacht? Was ist mein Lieblingskleidungsstück? Ah, im Winter ein Zippo. Ich habe da im Winter ein Zippo. Ich bin da eher wie so eine Amphibie. Ja. Mir wird sehr schnell kalt. Denkt man sich bei 1,94 Größe und einem entsprechend extrem sportlichen Körper, zumindest von der Menge her, denkt man sich gerne, bei Zippo ist, den habe ich gern. Ansonsten ziehe ich gerne Jeans an, aber beides finden nicht mein Social-Media-Team, aber alle anderen finden es immer furchtbar, ob ich ziehe, dann muss man gefällt, das wird aber irgendwie bequem sein, oder? Warum ihr zur Wahl gehen müsst, bitte, bitte. Und nicht nur zur Wahl gehen, sondern jeder von euch unter jeden Arm mindestens einen, besser zwei Leute klemmt, die beim letzten Mal nicht wählen gegangen sind. Denn das ist die gute Nachricht. Bei der Wahlbeteiligung ist echt noch Platz nach oben. Und je mehr Menschen zur Wahl gehen, die demokratisch wählen, idealerweise sozialdemokratisch, umso kleiner werden sie. Alles gut. Gefühl mit dem Schaum vom Mund spricht es sich nicht besser. Es war am Anfang des Krieges so, dass es eine Debatte gab, ob wir No-Flight-Zones haben sollten. Also sicherstellen mit Kampfflugzeugen europäischer Länder, dass dort keine nicht-ukrainischen Flugzeuge fliegen können. Das ist etwas, wo wir dann direkt in dem Krieg beteiligt wären. Wir alle in Europa, auch die USA. Und darum haben damals alle Nein gesagt. Und ehrlicherweise, es ist keine Vernunft da drin und nichts, was irgendeinen Sinn macht, wenn jetzt jemand sagt, sowas machen wir, aber dann vielleicht nur 70 Kilometer oder 100. Leute, das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Die Ukraine unterstützen, aber wir selber wollen und werden nicht Kriegspartei werden. Wir nicht, Europa nicht, die NATO nicht. Hi, guten Morgen, hier ist Markus Söder. Ich sitze gerade in meiner Staatskanzlei
und freue mich aber heute Nachmittag mit euch TikTok live zu machen um 17 Uhr. Alle Fragen, sowohl zum Fußball heute Abend als auch zu den Lebensweisheiten, was ich esse, was ich trinke und warum junge Menschen einfach mehr Möglichkeiten mit Sprache in der Politik haben sollen. Bis dann. Fischbrötchen. Ich war in Hamburg Bürgermeister. Beides ganz tolle Orte. Mein letzter Urlaub war in Südfrankreich. Rudern etwas lieber. Ich gebe es zu, ich lese gerne Zeitung. Ich hatte einen Kater als Kind.